eine Alternative zu Zucker? Ist das der Agavendicksaft? Ja, viel hört man auch gerade bei Veganern, Vegetariern oft von Agavendicksaft. So sieht der aus. Ich habe jetzt mal hier einen gekauft. Das ist der Bio-Agavendicksaft von Kaufland. Natürlich gibt es noch 1000 andere Agavendicksäfte und wahrscheinlich gibt es noch 1000 bessere als diesen hier. Denn hier steht nämlich nicht drauf, und das soll bei, das habe ich mir sagen lassen, oh, jetzt ist mein Zettel runtergefallen, das soll bei guten Agavendicksäften soll eben auch draufstehen, wie hoch der Anteil ist an Fructose und Glucose. Ne, Agavendicksaft ist jetzt nicht irgendwie was ganz Besonderes, was ganz Tolles, was ganz anderes als Zucker, sondern es ist auch ein Zucker. Und zwar, wenn ich mal ganz kurz ausholen darf, wie ist normalerweise der Zucker aufgebaut, den wir so zu Hause essen? Dieser raffinierte Haushaltszucker, der ist aufgebaut aus 50% Glucose und 50% Fructose, also zu gleichen Anteilen. Und das Ganze nennt man dann die Saccharose. Ja, und dieser hier ist eben halt zu einem höheren Anteil aus Fructose, der Agavendicksaft, und zu einem etwas weniger, also einem kleineren Anteil an Glucose. Wahrscheinlich so 70% Fructose, 30% Glucose. So, wie schmeckt der jetzt? Jetzt machen wir hier so eine Echtverkostung, ohne zu schlabbern. Der ist sehr süß. Aber süß ist ja bekanntlich auch lecker. Ne? Also so eine Konsistenz hat der, also relativ flüssig. Ich zeige das mal hier so. Ne? Und leicht gelblich. Also flüssig und leicht gelblich. Und jetzt probiere ich das mal. Uah. Mega süß. Ein Esslöffel davon. Soll man täglich nur zu sich nehmen. Ein Esslöffel Fructose, das sind ca. 10 Gramm. Das ist die Dosis, die man wahrscheinlich nur zu sich nehmen sollte pro Tag. Also ist nicht viel. Ne? Süßt man mal ein bisschen was. Zum Beispiel im Essen, also normalerweise so herzhafte Speisen kann man da auch super mit süßen. Schmeckt toll, hat also auch keinen besonderen Eigengeschmack. Jetzt ist die Frage, ja, warum nur 10 Gramm pro Tag soll man dazu zu sich nehmen? Weil man nur 30 Gramm Fructose am Tag essen darf. Ungefähr. Das ist so die Dosis, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Und zwar 30 Gramm Fructose. 10 Gramm kann man hier so nehmen, isoliert. Aus dem ist 10 Gramm Fructose. Aber hier ist ja auch noch Glucose drin, ein bisschen. Aber leider wissen wir nicht, wie viel Glucose hier drin ist, weil das nirgendwo drauf steht. Könnte jetzt auch nur Fructose sein, also 100%ig Fructose ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. So, deswegen, wenn ihr einen Agavendicksaft kauft, achtet darauf, wie ist der Anteil zwischen Fructose und Glucose, damit ihr das hier mit dem Esslöffel und mit den 30 Gramm Fructose am Tag auch einhalten könnt. So, 30 Gramm Fructose am Tag, warum denn nur so wenig? Ja, weil die Fructose nämlich gar nicht so ungefährlich ist. Nicht 10 Gramm eventuell hier aus dem Agavendicksaft heraus und die anderen 20 Gramm, wo kommen die her? Die kommen natürlich aus Früchten, weil wie der Name es schon sagt, Fructose, das ist Zucker, der aus Früchten kommt, also aus Obst. Also zum Beispiel aus Äpfeln, aus Bananen, aus Zitronen, aus Orangen, überall ist Fructose drin. Und diese Fructose, die wird direkt verstoffwechselt, wenn die aus dem Dickdarm heraus ist, kommt die sofort in die Leber und da wird die verstoffwechselt ohne Ende ganz schnell und zwar zu Fett. Sofort wird Fructose zu Fett. Bei der Glucose ist das nicht so einfach, weil die kann ja direkt von den Zellen aufgenommen werden, zum Beispiel für den Blutzucker. Und jetzt kommt auch das größte Problem, was die Fructose verursacht hat damals. Nämlich damals, als man die so isoliert hat und gesagt hat, oh, Fructose, das ist super, das hilft Diabetikern total, weil wenn sie nämlich Diabetiker haben, also wenn man Diabetiker ist, dann kommt nämlich der Zuckerspiegel oder dieser Insulinspiegel steigt nicht an, wenn man
Fructose nimmt, weil die Fructose nämlich nicht direkt ins Blut aufgenommen wird und da eben halt zum Blutzucker wird, sondern die Fructose wird in der Leber direkt verstoffwechselt und wird dann eben halt da ganz einfach und schnell zu Fett gemacht. Und dann ist man, ne, landet das noch besser auf den Hüften und die Leber kann das ganze Fett auch gar nicht abgeben und man bekommt eine Fettleber. Also ist es eventuell gefährlich sogar, die Fructose. Das sagen viele. Mittlerweile sagt man aber, nein, man sollte nur die Fructose nicht isoliert essen. Also nicht hier in diesem Agavendicksaft isoliert und zwar ohne Ballaststoffe. Warum ist die Fructose nämlich aus Früchten nicht gefährlich? Die ist nämlich deswegen nicht gefährlich, weil in normalen Früchten, in normalen Obst sind ganz viele Ballaststoffe und Vitamine noch drin. Und diese Vitamine und Ballaststoffe, die sorgen quasi schon im Darm dafür, dass das Klima nicht umkippt, dass also hier sich keine schädlichen Darmbakterien durch die Fructose bilden können und die Oberhand gewinnen können. Nämlich Fructose ist nicht nur gefährlich, was den Darm angeht, was die Leber angeht, die Fettleber, sondern es verursacht, wenn man es isoliert nur isst, dann verursacht es auch im Darm ein schlechtes Darmklima der Bakterien. Und zwar werden schlechte Bakterien, die für unseren Organismus nicht gut sind, die werden nämlich durch Fructose besser ernährt und können sich dann auch besser ernähren. Und dann haben wir ein Darmproblem und müssen immer irgendwie haben Blähungen oder es wird noch viel schlimmer, kann vielleicht sogar auch zu Darmkrebs oder was kommen. Wisst ihr eigentlich, wie viele Darmbakterien wir im Darm haben? Jetzt läuft die Zeit. Das könnt ihr ja mal raten. Wir haben ungefähr 100 Darmbakterien im Darm. Andere sagen, nee, wir haben sogar eine Million Darmbakterien. Oder die dritte Antwort ist, wir haben eine Billion Darmbakterien. Welche von diesen Antwortmöglichkeiten sind richtig? A, B oder C? Es ist C. Also wir haben eine Billion Darmbakterien, wir haben 500 verschiedene Unterarten und jetzt kommt der Hammer. Diese ganzen eine Million Darmbakterien, die da im Darm rumschwirren, die sind 1 Kilogramm schwer insgesamt. Also das muss man auch mal reinziehen. 1 Kilogramm schwer. Also, die Frage ist, ist jetzt Fructose, beziehungsweise ist jetzt hier der Agavendicksaft, der ja sehr, sehr stark aus Fructose besteht, wahrscheinlich 70 zu 30, nehme ich mal an, ist der jetzt schädlicher als Haushaltszucker? Ist es wahrscheinlich ein bisschen schädlicher. Aber dadurch, dass das ja hier eine viel höhere Süßkraft hat, die Fructose und der Agavendicksaft an sich, weil es eine viel höhere Süßkraft hat, braucht man natürlich weniger und dann hat man doch noch eine Balance wieder drin. Dann hat man eine doch bessere Ausbeute, als wenn man jetzt nur Haushaltszucker essen würde. Also merkt euch nicht so viel davon, denn es hat eine viel höhere Süßkraft und dann ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen gesünder als normaler Haushaltszucker, weil da ist ja auch Fructose drin mit 50-50 und da braucht man aber mehr. Also nimmt man wahrscheinlich mehr Fructose auf, wenn man mit Haushaltszucker zuckert, als mit Agavendicksaft. Aber von der Kalorienanzahl oder was auch immer, kein Thema. Da ist es gleich. Also dieses hier hat 380 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist genauso viel wie beim normalen Haushaltszucker. Vielleicht sollte man dann doch lieber ein bisschen auf Süße verzichten und nicht alles so süß machen oder auch vielleicht mal mit Stevia süßen. Dazu mache ich noch mal ein anderes Video, weil Stevia habe ich nämlich da hinten in so einer Schale ausgesät. Ich habe mir nämlich 100 Samen Stevia gekauft und bin ich mal gespannt, habe ich dann in so eine Erde reingepflanzt, ob das dann irgendwann mal wächst und ob man da die Stevia dann mal ernten kann. So, jetzt bin ich schon wieder am Ende meines Videos. Agavendicksaft aus der Agave. Wisst ihr übrigens, was noch aus der Agave gemacht wird? In Mexiko, nämlich der Tequila. Also, ich sage da mal Tschüss
Und ja, und nicht so viel süßen.